Laura bei Laura. Wir sind Laura im Quadrat. Wild. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch wieder mit durch meine Ernährung genommen, eine Woche lang. Und es standen richtig coole Sachen an. Ich war in Berlin. Die Fußball-EM hat angefangen. Eine Freundin war bei mir. Wir waren auf einem Olivia Rodrigo-Konzert. Und das alles kommt in diesem Video. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Und erstmal sind wir nach Berlin losgestartet. Am Bahnhof gab es erstmal eine Eislatte von Starbucks. Richtig überteuert. Aber wenn man schon mal am Bahnhof ist, muss man sich das gönnen. Dann sind wir auch schon in Berlin angekommen und hatten noch kurz einen Aufenthalt in Berlin. Ich habe ein bisschen was von der Umgebung mit gefilmt und wir waren dann noch bei Hans im Glück was zum Mittagessen. Ich hatte so einen Caesar-Salat und Pommes. Die Pommes da sind einfach so, so geil. Und dann hatten wir noch kurz Zeit und dann sind wir weiter ins Hotel gefahren. So, Leute, wir sind angekommen im Apartment und das sieht so geil aus. So eine richtige Wohnung hier. Wir haben eine kleine Küche, wir haben ein Kühlschrank, wie toll. Da stehen schon unsere Snacks und Getränke drin. Ich habe mir schon was für heute Nacht noch gekauft zum Snacken. Smoothie und Wasser. Und hier ist unser Schlafgemach, Gemach, wie sagt man? Gemach, oder? Und das Bad ist auch so schön. Wow. Und wir haben einen Balkon, das ist Highlight. Wir setzen uns heute Nacht einfach noch so, ja, ein bisschen raus. Ich glaube, sowas wollte Mama auf meinem Balkon haben, so ein Balkonteppich. Ja, ist süß hier. Und wir gehen jetzt gleich darüber, unsere Tickets abholen und hoffen, dass wir ganz weit vorne sitzen. So Leute, wir haben jetzt unsere Tickets abgeholt, sind jetzt gerade mal in die Unterkunft zurück und machen uns jetzt ready. Einmal unter die Dusche, das war so ein geiles Gefühl. Und wir sitzen wahrscheinlich sogar in der ersten oder zweiten Reihe, wahrscheinlich sogar erste. Ich bin richtig gespannt, weil die von vorne auffüllen und wir waren halt relativ weit vorne in der Schlange. Deswegen bin ich gespannt. Ich update euch morgen, wo wir saßen. Und dann wisst ihr, wo ihr gucken müsst bei der Ausstrahlung. Als wir dann abends zurück nach der Blind Audition waren, gab es noch so eine Käse-Börek-Schnecke. Die hatte ich mir mittags noch gekauft. Es hat einfach so geil geschmeckt, nachts so eine Börek-Schnecke zu essen. Und am nächsten Tag haben wir uns bei Kamps noch eingedeckt. Für die Rückfahrt habe ich so ein Camembert-Fanblock-Brötchen gegessen. Alter, es war so lecker. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Und eine Brezel hatte ich noch, eine XL-Brezel habe ich vergessen zu filmen. Freunde, euer Berlin City Girl is back. Ich habe euch ja ganz kleine Einblicke gezeigt. Ich durfte leider nichts filmen da. Also wir durften halt keine Handys mit reinnehmen, keine Smartwatches, gar nichts. Aber es war richtig, richtig cool, sage ich euch. Also es lohnt sich mal zu einer Blind Audition Aufzeichnung zu gehen, weil da ja quasi alles vorher aufgezeichnet wird. Und quasi dann am Ende zusammengeschnitten wird. Und es waren so krasse Leute da. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich dachte mir so, was geht hier ab? Und die Jury ist dieses Jahr auch wieder richtig cool. So mit Samu, Mark Forster, Yvonne Katterfeld ist dabei und Kamerad. Ja, genau, aber Samu und Mark kann schon nur gut werden. Auf jeden Fall bin ich jetzt back, habe vorher Bounty bei Millie abgeholt. Habe jetzt fresh geduscht, mich wieder ein bisschen ausgebreitet wieder und habe mir jetzt Essen bestellt. Oh, ich freue mich so drauf, Leute. Ich habe so viel Scheiße am Wochenende gegessen. Nicht Scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach nicht so meine Routine, aber muss halt auch manchmal sein. Ich glaube, mein ganzes Wochenende bestand aus Backwaren. Ich habe gestern Morgen im Zug noch ein bisschen was Proteinhaltiges gegessen. Halt einen Riegel und einen Flexpresso. Aber das war es dann halt auch mit Protein. Sonst habe ich nur Backwaren gegessen und Pommes. Und einen Salat mit Hähnchen immerhin noch. Aber ich habe mir jetzt Essen bestellt. Auf jeden Fall gibt es bei mir Pizza Brötchen und The Noodle Auflauf. Ihr wisst es schon, aber er muss noch aufgemacht werden. Uiuiuiui. Bild. Und das soll ich nicht auf meinen Laptop legen. Oh, wild. Da freue ich mich jetzt drauf. Oh, geil. Geil, geil, geil. Sah schon mal besser aus. Hatte schon mal bessere Zeit, muss ich sagen. Irgendwie vermisse ich den Käse hier überall. Egal, ich habe sogar noch Käse da. Kann ich einfach mal überbacken im Notfall. Und die sahen auch schon mal besser aus, aber sehen gut aus. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, guten Morgen. Ich habe gleich Vocal Coaching. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Bei mir gibt es jetzt Toast mit Pute und eins mit Frischkäse und Marmelade. Und dann geht es auch schon los. Ich muss dann 20 Minuten, 15 Minuten los. Bin noch nicht ganz ready. Genau. So, Leute, ich habe mir jetzt Abendessen gemacht. Ich habe vergessen, Gemüse zu kaufen. Deswegen gibt es heute nur Nudeln mit Ei und Pute angebraten und ein paar Tomaten sind drin als Gemüse. Und schaut mal, ich habe aus Ketchup ein Herzchen drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, auf jeden Fall sind die Tomaten mein Gemüse und der Ketchup auch. Der besteht ja aus Tomaten. ja, morgen kommt Laura aus Stuttgart, eine Freundin von mir. Und deswegen wird es die nächsten 3 Tage, ich weiß nicht, wie viel ich filme.
Aber ich gebe mir Mühe, so viel wie möglich zu filmen. Aber noch bin ich ja für euch da. Leute, ich habe mir wieder einen Cheesecake gebacken und ich habe ein neues Nussmus und zwar Pistazie-Vanille und das ist so lecker. Oh mein Gott. Und dazu gibt es ein Designerbällchen in Caramel Chocolate. Nee, Chocolate Caramel. Und ja, das gibt es jetzt bei mir. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen. Bei mir gibt es ein Frühstück. Cornflakes. Ich freue mich drauf. Hatte ich lange nicht mehr. Dann geht es ins schnelle Oberkörpertraining. Und dann hole ich schon Laura vom Bahnhof direkt ab. Vorher mache ich noch einen Zwischenstopp am McFit, weil da treffe ich Vicky, weil sie mir ein Deutschland-Trikot überreicht. Und genau. Dann hole ich sie ab und dann weiß ich noch nicht, was der Tag so bringt. So, Freunde, ich habe euch ja erzählt, dass ich nach Alternativen für meine Gelnägel suche, weil das auf Dauer einfach teuer ist. Und ich glaube, von euch sind auch viele einfach Studenten oder Schüler, die sich das nicht leisten können, jeden Monat ins Nagelstudio zu gehen. Und bei mir ist auch langsam so, dass ich mir so denke, 40, 50 Euro im Monat für Nagelstudio ist schon sehr teuer, ist schon Luxus, wenn man das machen kann. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach Alternativen begeben. Und ich bin aufmerksam geworden auf was richtig Cooles. Und zwar auf Manicure. Die haben so Press-on-Nails, die man aufklebt auf die Fingernägel und dann nur noch abfallen muss. Und unter eine UV-Lampe, die auch in diesem mini kleinen Modus hier kommt. Wie cool ist das? Die ist zum Zusammenklappen, die ist einfach so mini. Perfekt zum Mitnehmen überall hin. Ja, dann muss man es nur noch 60 Sekunden drunter halten und dann habt ihr richtig geile Nägel. Das Coole ist, nachdem ihr unter der UV-Lampe wart, habt ihr absolut keine Wartezeit mehr. Sie sind sofort ausgehärtet und trocken. Ihr könnt sofort alles machen. Das Ganze soll anscheinend nur 10 Minuten dauern. Ich bin gespannt. Wir machen gleich den Härtetest. Und sie sollen anscheinend 3 Wochen halten und nicht absplittern dabei. Und ich bin sehr gespannt, ob das mit normalen Gelnägeln mithalten kann. Ihr könnt mit so einem Starter-Set so oft eure Nägel machen. Und es kostet halt gerade mal so viel wie einmal Nagelstudio. Das ist echt crazy. Und deswegen bin ich jetzt noch umso gespannter und wir starten jetzt mal rein und machen einen Härtetest. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen länger gebraucht, ein paar Minuten, weil ich ja nebenbei gefilmt habe, aber es hat so gut geklappt und es härtet wirklich einfach sofort aus. Und ich habe jetzt relativ kurze oder sehr kurze Naturnägel, aber die passen sich natürlich eurer Nägellänge an. Heißt, wenn ihr längere Nägel habt, dann habt ihr auch längere Kleber zur Verfügung. Ja, ich finde es trotzdem super schön. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie lange das hält. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden und kann es echt empfehlen. Und wenn ihr das Ganze jetzt auch mal ausprobieren wollt, weil ihr auch vielleicht nicht so Bock habt, so viel Geld für ein Nagelstudio auszugeben, dann habe ich jetzt noch einen Rabattcode für euch. Den blende ich euch jetzt mal ein. Und damit gibt es jetzt einen Monat lang 20% auf alle Produkte. Und ich würde euch auf jeden Fall am Anfang das Starter-Set empfehlen. Da habt ihr erstmal alles, was ihr braucht. Seid auch erstmal ausgestattet. Und für den Preis kann man da echt nichts falsch machen. Deswegen nutzt gerne meinen Code und schreibt mir gerne, falls ihr das auch schon mal ausprobiert habt. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal weiter zum Essen. Entschuldigung. Ich habe Besuch bekommen. Hier sieht es auch schon wieder genauso aus, wie wenn man Besuch hat. Darf ich vorstellen? Laura. Oh, meine Kamera ist ein bisschen überbelichtet. Momentan. Ich wollte Moment sagen. Hallo. Hallo. Du bist? Ich bin Laura bei Laura. Wir sind Laura im Quadrat. Yeah. Wir sind Laura im Quadrat und Laura im Quadrat. Oh, hier ist schönes Licht. Laura im Quadrat haben gerade ein Video aufgenommen. Ja. Für ein Cover. Das könnt ihr auf Instagram auschecken. Und wir machen uns jetzt Essen. Heute kommt nämlich das GNTM-Halbfinale. An einem Dienstag einfach richtig random. Und wir machen uns Bounty League mal wieder im Weg. Diese Pizza von Moa, da sind nämlich genau 2 Stück drin. Diese Dinger hier und da liegt mein Deckel drauf. Haben wir Bock, ne? Und dann haben wir noch ganz viele Snacks vorbereitet. Hier sehen Sie nur einen ganz kleinen Teil von unseren Snacks. Wir haben hier noch die ganze Schublade voll. Also wir werden nicht verhungern. Und das wird wild. Wir machen uns einfach Margaritas. Ja, wild. Leute, wir machen uns jetzt... Wir haben uns eine Snackplatte gemacht. Es gibt M&Ms, es gibt Chips, es gibt saure Würmer nach der Art. Und eine Wassermelone. Geil, oder? Finden wir super. Wir gucken GNTM dabei. Ja, also das würde ich sagen, kann sich sehen lassen.
Leute, wir sitzen auf meinem neuen Balkonstühlen. Wie toll. Und essen wie in so einer Mittagspause. Einfach belegte Brötchen. Wir sind gerade extra zum Rewe noch gelaufen, weil mein Bäcker nichts mehr hatte. Es ist einfach ein Vibe. Sage ich euch, wie es ist. Yes. Schuhe. Wie weit es hier hochgeht, ist auch crazy. So, Freunde, ich bin jetzt wieder alleine zu Hause. Laura ist jetzt wieder beim Bahnhof. Ja, ich habe mir jetzt kurz was zu essen gemacht. Ich hatte gerade ein Flexpresso. Und zwar Toast mit Käse und Pute und Tomaten. Und das gibt es jetzt bei mir. Und dann geht es mit Bouchy raus. Jetzt wahrscheinlich direkt noch einen Kaffee trinken mit Esther und Simona. Weil erstens haben wir uns sehr lange nicht mehr gesehen. Zweitens ist heute der einzige Tag mit schönem Wetter irgendwie die Woche. Und drittens ist mir jetzt irgendwie langweilig, nachdem Laura 3 Tage da war. Fast 3 Tage. Und ich ist wieder alleine hier chille. So Leute, bei mir gibt es jetzt Pasta mit Ei angebraten und Asiagemüse und Ketchup dazu. Und das Ganze genieße ich auf meinem neu eingerichteten Balkon. Ihr seht, ich habe jetzt eine Lichterkette, neue Stühle, neuen Tisch. Und ich liebe es jetzt schon. Ich werde jeden Tag auf diesem Balkon wieder verbringen. Ich freue mich so sehr. So Freunde, bei mir gibt es jetzt noch einen Cheesecake mit Mohn und Salted Caramel Nussmus. Und das Ganze werde ich jetzt da verspeisen. Das Bounty. Und da gucke ich GNTM. So Leute, es ist schon ein bisschen dunkel. Ich hatte gerade ein paar Chips. Und jetzt gibt es noch so ein Mandel veganes Fake Magnum. Weil Magnum ist einfach so teuer. Oh mein Gott, und ich bin mal gespannt, ob die genauso schmecken wie Magnum. Es gibt 2 Sorten. Aber ich glaube, ich nehme Mandel heute. Wild. Good morning. Ich habe mir mal wieder Bananenbrot gemacht. Ich habe jetzt endlich wieder Backpulver, deswegen ist es wieder aufgegangen. Mit Frischkäse und Marmelade drüber. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Und dann geht es in den Leg Day. Meine Kamera ist ein bisschen dunkler, sehe ich gerade. Dann geht es in den Leg Day. Ja, motiviert. So semi. Ich war jetzt eine Woche nicht mehr Beine trainieren. Ich habe gefühlt gar keine Muskeln mehr. Aber das ist nur Einbildung. Deswegen mal gucken, wie es wird. So Leute, bei mir gibt es jetzt Toast mit Pute und Käse. Und nachher geht es tatsächlich zum Public Viewing. Zu Freunden von mir und Millie. Also schon eher von Millies Seite aus. Sie nimmt mich mit, aber ich kenne da auch ein paar Leute. Mein Trikot ist eben noch angekommen. Mein Herz blutet zwar ein bisschen, aber irgendwie dachte ich mir so, ich brauche dieses Jahr ein Trikot. Und ich habe das Weiße genommen, heißt, das kann man auch die nächsten Jahre immer wieder anziehen. Hätte ich jetzt das Pinke genommen, das wäre vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr halt nicht mehr so der Trend. Deswegen ja, bin ich bestens ausgestattet und freue mich. In diesem EM in 4-2-3-1. Was die?
Freunde, das war es jetzt auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben, natürlich ein Abo da nicht vergessen. Und schaut auf Instagram vorbei, wenn ihr mehr von meinem Leben sehen wollt und die nächsten Wochen ganz viel EM-Eindrücke von Public Viewing-Sachen haben wollt. Ja, und denkt an die Aktion bei Manico. Wie gesagt, das ganze Geld einen Monat lang und es lohnt sich. Ich liebe diese Nägel. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!